Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Ja, in der letzten Folge haben wir etwas mehr über uns erfahren, haben eine Big Sister erledigt und ich bin eben gerade im Waisenhaus der Little Sisters. Hier vorne steht's auch. Little Sisters Waisenhaus. Ja, hier sind die also alle groß geworden, aufgewachsen und genau deswegen werden wir hier ein bisschen untersuchen und alles mitnehmen, was sich so anbietet. Ist doch klar. Nö, das können wir nicht mitnehmen. Ist hier hinten noch irgendwas versteckt? Nein, wunderbar. Botshot down. Hoffentlich werde ich es nicht brauchen. Okay, jetzt muss ich die rechte Maustaste gedrückt halten, weil ich gerade eigentlich auf den feuern wollte, der da lang gelaufen ist. Ich brauche einen Gegner. Klar, dann wenn ich mal einen Gegner brauche, dann kommt hier keiner. Hallo, kommt hier mal bitte ein Gegner? Na, dann machen wir das Feuer aus. Oder auch nicht. Naja, gut. Habe ich ein bisschen was verschwendet. Kann passieren. Dafür kriegen wir einen kostenlosen Verbandskasten. Und die Medistation lasse ich mal heile. Wer weiß, wann ich mich wieder heilen muss. Das kommt wahrscheinlich in den nächsten 5 Minuten vor. Ich kenne mich ja. Und ihr kennt mich auch. Schrot. Mit Schrotmunition sind wir voll, aber die Waffe ist nicht gut. Oder mir gefällt sie zumindest nicht. Hey du. Mann, der haut ab vor uns, aber wir kommen hier auch, glaube ich, nicht viel weit. Oha. Viele Spritzen, viele Spritzi. Und hier ist also meine kleine süße Maus groß geworden. Oh, hast ja richtig toll gehabt. Nee, nicht wirklich. Also ich würde hier auch nicht gerne wohnen wollen. Autoheckpfeile, Autoheckpfeile, Fallennieten, Dollar, Dollar und noch ein Tagebuch. Ganz alleine hier, Mr. Tonband. Du bist mein flüsternder Freund. Dauernd kommt ein Arzt zu mir. Er sagt, Rapture braucht mich und dass er mich morgen woanders hinbringt. Ich habe gefragt, warum. Da hat er nur gelächelt. Ich bin keine Waise. Mom lebt ja irgendwo. Und Tante Gracie sucht mich wahrscheinlich. Aber ich kann nicht auf sie warten. Ich werde fliehen und Amir suchen. Und dann klauen wir ein U-Boot. Noch vor morgen weiß ich, wie Sonnenschein sich anfühlt. Was ist er denn für eine? Ach so, ja, wieder so ein Spider-Man-Splice. Oh, das kann gleich lustig. Oh, hier war ihm gerade ein Big Daddy mit einer Kleinen unterwegs. Eindeutig. Oder, Leute? Okay, ein bisschen Gruselatmosphäre. Du lagst da hier vorhin aber auch noch nicht. Na, ist egal. Ihr lagt hier alle vorhin noch nicht. Was ist hier passiert in der kurzen Zeit, wo ich hier mal reingegangen bin? Ein bisschen Gruselflair. Ja. Ha! Ich hab dich erledigt. Ich weiß zwar nicht, was du warst. Ich weiß nicht, warum du mir hier die Türen zumachst, aber ich hab dich erledigt. Moment, du hast mir die Tür zugemacht. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Wie stellst du dir das jetzt vor, hm? Oh Leute, jetzt sag mir bitte... Oh, erledigen wir dich auch noch. Oh, sehr schön. Wieder ein Dicker. Aber irgendwas stimmt hier eben gerade trotzdem nicht. Ah, jetzt lässt er mich dann auch gleich wieder raus. Das finde ich sehr gut. Ich habe nicht mehr allzu viele Kugeln. Könntest du jetzt bitte sterben? Ah, jetzt haut er wieder ab. Oh nein, hau nicht ab, hau nicht ab, hau nicht ab. Oh oh, verdammt. Boah, wunderbar. 1023 habe ich jetzt dafür bekommen und ich habe keine Munition mehr gehabt. Brute Splicer, yay. Sehr schön, sehr schön. Nur warum sieht das jetzt hier alles so komisch aus? Also so dunkel, so düster, so bösartig. So gemein, so gefährlich. So, als würdest du da rumhängen. Boah. Ja, wenn ich die rechte Maustaste etwas länger gedrückt halte, mache ich Eisblöcke aus denen. Was ich schon wieder gerade sehr gut finde, also. Oh, jetzt habe ich Angst vor meiner eigenen Hand gehabt. Naja, raus da.
Ich habe schon wieder was gehört. Wo versteckst du dich? Nein, okay, gut. Dann werden wir jetzt endlich hier uns weiter begeben. Habe ich überhaupt irgendwas anderes noch voll? 18 Nieten, schwere Nieten, Fallennieten. Ja, Fallennieten brauche ich gerade nicht. Ich brauche lieber hier, ja, 19 Antipersonen ist auch nicht gerade die Welt. Ja, dann nehmen wir ein bisschen den Speer. Werden wir ein bisschen zum Speerwerfer, aber erstmal hier mit der Kamera. Weil, ich habe nämlich gesehen, wenn man, ich kann es euch auch kurz zeigen, mit der Kamera sehr viel voll hat, dann kriegt man hier zum Beispiel mit Big Daddies Tonicum Wettrüsten oder Big Sister Tonicum Boarvampir und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr angenehm. Also die hören sich sehr gut für mich an. Ob es stimmt, weiß ich natürlich noch nicht, aber das werden wir rausfinden. Gut, das ist die Tür, wo wir vorhin nicht durchgekommen sind. Da ist noch eine Vita-Chamba. Anmachen. Gut. Was? Gegner alarmiert? Warum? Warum habe ich denn jetzt schon wieder Gegner alarmiert? Wo habe ich... Ach, eine meiner Kameras hat Gegner alarmiert. Okay. So, aber warum ist da... Ja. Naja, häng du da mal rum. Ist gut. Finde ich schön, dass du da rumhängst. Dann werden wir uns jetzt endlich den richtigen Gegnern zuwenden. Minigeschütze. Minigeschütze habe ich auch noch viel zu wenig gebraucht. Moment, kann ich den auch... Raketenspeer.